Weiß der überhaupt irgendwas? I think the angel will help us. Ich glaube, der Engel wird uns helfen. Was für ein Engel? What? This? Jetzt denken wir auch, was für ein Engel? I heard the legend that the statue of Michael the Archangel, the patron saint of this abbey, has the power to destroy spells and heal wounds inflicted by black magic. Ich hörte einst Legende, dass die Statue von dem Erzengel Michael, dem Schutzheiligen dieser Abtei, die Kraft besitzt, Zaubersprüche zu brechen und Wunden der schwarzen Magie zu heilen. Wenn du diese Legende nicht kennst, dann bist du blöd. Da kann ich dir nicht helfen. Das ist einfach so. We should take a closer look at the statue. Da hast du recht, mein lieber Van Helsing. Das kann ich nur unterschreiben. Wir sollten diese Statue genauer ansehen und sehen, ob etwas an dieser Legende wahr ist oder nicht. Aber vielleicht kannst du schon einmal das Schriftstück fertig machen, in der wir festlegen, dass mein IQ sehr tief ist, sehr niedrig, wenig, du weißt, klein. Morhun, das wäre doch auch mal lustig. Ich habe Chris heute gesagt, ich werde Doom spielen. Dann hat er gesagt, ich darf Doom nicht spielen. Für ihn ist das sacré, also heilig. Und er mag das ja nicht, dass ich streame. Und das einzige Spiel, das ich nie und nimmer spielen darf, die einzigen Spiele sind Doom und Final Fantasy. Und im Grunde alles irgendwie was, was von Naughty Dog ist. Also naja. Also gibt es auf diesem Channel kein Doom mehr. Sollen wir jetzt zur Festung gehen? Wo soll denn dieser komische Engel sein? Das habe ich jetzt nicht verstanden, wie man den finden soll. Ach, it's low tide. We have a chance. This will simplify our search. Also, Ebbe, wir haben eine Chance haben wir. Wir haben eine Chance. Das wird unsere Suche vereinfachen. Ja, wir gehen jetzt einfach mal da rein, Igor, oder was? Leave that crab alone and help us. Siehst du, das ist genau das, was ich immer sag. Igor, lass die Krabbe und hilf uns. Aber Meister, Krabbe ist zu putzig, ist einfach ein tolles Tier. Möchte mir helfen, schneiden Fisch zu sehen und dann kann ich sie essen nachher. Außerdem ist so viel Fleisch drin. Yes, Master. Aber ja, Meister, ich habe kapiert, Igor wird lassen Krabbe. Kann ich mitnehmen vielleicht? Oder wir können sie geben, Van Helsing. Vielleicht Krabbe wird sich festbeißen an rechtem Ohr. Im Deutschen heißt sie echt nur Dora, das ist ja echt langweilig. Was? Ich bin stoned? Überhaupt nicht. Wir haben, glaube ich, schon wieder ein Wimmelbildspiel gefunden. Guck, hier sind lauter Krabben. Da unten ist Meister. Igor sieht etwas im Schlamm, genau dort. Jetzt kann Igor sogar machen, zusammengezogen, Präposition und Artikel aus in dem Schlamm. Oder Igor sieht etwas in Schlamm, wird im Schlamm, weil ich habe wieder geschlafen auf linke Seite. Wir sollten öfter reisen. Also, Igor sieht irgendwas im Schlamm und vielleicht können wir die Krabben dahin tun? Nee, das ist noch was anderes. Die Krabben kamen ja von mir. Vielleicht müssen wir irgendwie eine Schaufel uns erwimmeln oder sowas? Ich bin gesteint. Wahrscheinlich. Wappen des Erzengels. Ja, da können wir uns was mitnehmen. Nein, das Wappen müssen wir natürlich wieder zusammenbauen. Es ist ja nicht so, als würden wir nicht ständig irgendwas zusammenbauen müssen. Und hier fehlen unsere Krabben. Eine Krabbe müssen wir noch irgendwo finden. Und das sind dann die nächsten Spiele, die hier noch kommen anscheinend. Krebsloch. Und jetzt muss ich dann gucken, ob Chris schon ins Bett wandert oder noch nicht. Ja, ich weiß. Der Igor hat was im Schlamm entdeckt. Lass die Pfoten davon, Igor! Ich habe aber noch nicht entdeckt, was wir hier irgendwie... Uns fehlt jeweils noch ein bisschen was, um das Ganze zu lösen. Ach, wir können in die Abtei gehen. Vielleicht sehen wir hier ja noch irgendwas mittlerweile. Nochmal neues Wimmelbild. Ah, Statuensockel. Graf Fraglor, kannst du deine dunklen Kräfte zum Herangehen an die Statue des Erzengels benutzen? Da hatten die keine Lust mehr zu übersetzen, glaube ich. Vampirisches Licht, wahrscheinlich soll er dahin fliegen, oder was? Ach so, okay.
Ein Schild fehlt. Ja, das ist das Teil, was wir jetzt gerade, glaube ich, zusammenbauen. Ein Wappen. Okay, das muss dann später in den Statuensockel. Das bauen wir gerade in dem anderen Ding. Hier ist nochmal ein Wimmelbild. Hatten wir das schon gemacht? Nee, das ist ein neues Wimmelbild. Guckt euch das an. Die Szene hatten wir noch nie. Das ist ja super. Also, Armbrustflasche, Eimer, Schmetterling, Muschel, Möwe. Möwe habe ich schon gesehen. Die steht da oben. Gewehr, Orangen, ein Köcher, Seilschuhe und eine Schaufel, Spinne, Fernglas und ein Rad. Menno. Mist. Köcher. Armbrustflasche und ein Eimer. Spinne und ein Fernglas. Ich mag es nicht, Spinnen zu suchen. Ach, die ist da oben. Die ging noch relativ einfach. Und die war auch nicht so riesig. Brauchen wir einen Besen? Nee. Fernglas, Schmetterling. Armbus. Flasche, Eimer. Ach, das Gewehr brauchen wir doch. Einmal ist hier. Flasche, Muschel und Orangen. Orangen sind da. Seilschuhe und eine Schaufel. Schuhe. Irgendwie suche ich alles hier im Eck. Seil. Schaufel. Muschel und eine Flasche. Es könnte doch mal auf der Seite irgendwas sein. Kann nicht sein, dass alles da drüben ist. Muschel ist da oben. Und die Schaufel. Falsch. Und die Flasche. Wo soll die denn sein? Die hat Igor versteckt. Igor, du nervst. Und ich glaube, wir haben gerade Riesenleck wieder. Weil jetzt das erst auftaucht mit dem Fernglas. Was suche ich? Was war es? Eine Flasche. Fläschelchen, wo bist du denn? Wo denn? Wo denn? Ich sehe keine Flasche. Da oben, das da hier könnte. Ja. Und Hitman schickt mir gerade fleißig Sachen auf Steam. Was schickst du mir denn da, Nettes? Wir haben eine Schaufel gekriegt. Habe ich nicht gesagt, wir brauchen irgendwie sowas. Wir müssen ja was ausgraben. Aus dem Schlamm. Das war in... Ach ja, in Mont-Saint-Michel war das. Dürfen wir im Schlamm graben. Und finden natürlich noch ein Wappenteil. Und ich hoffe, wir finden auch noch einen Krebs. Genau. Dann dürfen wir jetzt nicht. Wieder zurück. Hier dieses Krebsbild im Krebsloch lösen. Was muss man denn da machen? Hilfe! Reihe 5 Krabben horizontal oder vertikal an. Sei schneller als dein Gegner. Wie soll das gehen?
Wie geht das? Kann ich die verschieben? Werden die gefressen oder was? 5 horizontal und 5 vertikal. Ich habe gerade nicht verstanden, wie das funktioniert. Ach, das ist ein... 5 gewinnt ist das. Okay, ich habe jetzt endlich kapiert, was das sein soll. 5 gewinnt, indem man die Sachen aber immer hoch reinschieben muss. Okay. Mensch, ich habe nicht aufgepasst, dass er die... Ich bin, glaube ich, schon zu müde. Ich passe gar nicht auf. Moment, ich muss jetzt ein bisschen taktisch vorgehen. Diagonal wissen wir nicht, ob das auch geht, ne? Hahaha. Gewonnen. Ich habe da eine Krabbe gekriegt und die Krabbe hatte was in der Hand. Ein Wappenteil. So, uns fehlt immer noch ein Wappenteil. Die Szene ist auch noch nicht abgeschlossen. Irgendwas muss hier also noch zu finden sein. Das ist ja cool. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe, glaube ich, noch gar nichts von dem Zeug. So, hier können wir Sachen einbauen. Ein Wappenteil fehlt uns noch. Ich weiß nur nicht, wo wir es finden. Ich kann hier zwar reingehen, aber ich glaube, wir haben hier noch was zum Tun, oder? Nee, das letzte haben wir anscheinend jetzt aktuell hier was zu tun. Wir dürfen uns Statuensockel angucken. Ja, aber wir haben ja unsere Wappen noch nicht fertig. Uns fehlt ja immer noch ein Wappenteil. Wir haben natürlich dieses Wimmelbild nochmal. Genau, wie konnte ich es nur vergessen? Hitman hat es schon angekündigt. Wir hatten es ja erst einmal gesehen, also werden wir es ein zweites Mal sehen. Hui! Habe ich so viele Sachen zu spielen. Das ist ja voll cool. Also. Dann mal gucken. Da oben ist wohl das Wappenteil. Boah, so viel Zeug. Den habe ich auch abonniert, den Humble Bundle Newsletter. Buch, Bogen, Kiste, Besen, Fußfesseln, Fischkrug, roter Stoff, Sack, Schriftrolle und eine Gießkanne. Moment, ich guck mal an, wie viele Sachen ich mich noch erinnere, die wir vorhin schon gesehen hatten. Die Fußfesseln, der Besen steht da hinten. An den Fisch kann ich mich nicht erinnern. Buch, Bogen, Kiste, das sind alles Kisten. Die gelten aber anscheinend nicht. Krug und ein Sack. Das ist aber eindeutig ein Krug. Nee, das ist auch ein Krug. Da ist der komische Fisch. Buch und Bogen haben wir nur noch. Was ist das wieder für ein komischer Bogen? Dann haben wir es nämlich. Da oben ist eine Maus. Und wo ist das Buch? Das Buch ist hier und wo ist der Bogen? Da ist irgendwie, was weiß ich, ein Haken oder was? Wo ist denn hier der komische Bogen? Kannst du ja mal nachgucken, Relax, auf Steam, ob dir irgendeins der Spiele was sagt? Also ob dich irgendeins der Spiele anspricht oder irgendwie sowas. Kannst du ja mal was Neues entdecken. Wo ist denn der Bogen? Ich sehe keinen Bogen. Wieso sehe ich denn keinen Bogen? Den haben wir vorhin schon so gesucht. Der war irgendwie so bescheuert. Ich bin froh, dass man in Steam Nicknames dahinter schreiben kann. Sonst könnte ich mir gar nicht merken, wie die Leute eigentlich heißen. Also auch den Bezug zwischen Steam und Twitch herstellen, das ist... Teilweise ist das ja lustig. Ich sehe keinen Bogen. Da hinten ist irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann auf die Schlange draufklicken. Die ist es natürlich nicht.
ist denn das? Wo ist denn das? Hat schon jemand den Bogen entdeckt? Ich meine, das hier ist auch ein Bogen, aber den meinen die wahrscheinlich nicht. Die meinen wieder diesen... Oder meinen sie diesmal den Geigenbogen? Nee, die meinen schon einen Bogen von Pfeil und Bogen, oder so? Ein Hunger Games Bogen. Ein Robin Hood Bogen. Da unten liegt irgendwas. Ah ne, das ist nur ein Schatten. Ich sehe nichts, Leute, ich sehe nichts. Steckt der vielleicht im Baum? Die legen das ja gerne irgendwie an irgendwelchen Kanten entlang oder sowas. Also wo man genau dann an der Kante entlang gucken muss. Vielleicht hier oben? Hallo Bogen, wo bist du? Komm, ich werde das letzte Bild auch ohne Hilfe schaffen. Ich will nicht auf den Hinweis klicken. Liegt der da hinten irgendwie in diesem Steingewurzel? Ihr habt aber auch noch nichts gefunden, ne? Haben die den da irgendwie hier entlang gelegt an dem... Ja, tut mir leid, ich versuche rauszukriegen, wo dieser Bogen ist. Ich klicke jetzt einfach auf alles, was irgendwie... Wir werden jetzt noch ein paar Mal diesen Hinweis kriegen, dass ich nicht so schnell spielen soll. Aber ich kann es auch mir wieder vorstellen, dass irgendwas falsch übersetzt ist. Oder dass ich es einfach nicht sehe, ich weiß es nicht. Oder dass man nur ganz wenig davon sieht. Hier zum Beispiel. Die Schleife, ne? Die Schleife wurde mit Bogen übersetzt, weil es dann eine Bau ist und Bau und Dings und... Ach, Bau und... Die Schleife war's. Mentalist, du hast alle Wimmelbildszenen ohne Hinweise abgeschlossen. Du hast diese Auszeichnung erhalten, dunkler Preis. Ja, ich bin so mentalistisch, nee, mental begabt, dass ich sogar geschafft habe, herauszufinden, was die Übersetzer eigentlich hätten übersetzen sollen. Das ist schon der Hammer. So, letztes Teil vom Schild. Jetzt dürfen wir das ganze Schild mitnehmen. Den ganzen Schild mitnehmen. Das Emblem des Erzengels Michael, es ist unvollständig. Ist es gar nicht, es ist nicht unvollständig. Jetzt darfst du es mitnehmen. Du brauchst nur wieder mehr Kraft oder vampirische Sicht oder was weiß ich. Ach, guck mal, die Sachen kann man umbauen, wusste ich gar nicht. Mit der Telekinese vielleicht. Nein, mit der Stärke. Ist nämlich nicht unvollständig, blödes Ding. Du brauchst nur mehr Kraft. So, in der Abtei gehen wir wieder an die Statue und setzen das letzte Teil ein und... haben natürlich nochmal ein Rätsel. Was denn auch sonst? Entferne alle Schilder, indem du Paare bildest. Ach, wie schön. Ach nee, warte. Muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Machen wir mal erst die hellen. Die sind am leichtesten. Man darf die nicht anklicken. Man darf erst wieder die neuen anklicken, wenn die alten weg sind. Da wird natürlich das Spiel künstlich in die Länge gezogen. Und jetzt können wir uns eigentlich so ziemlich gut auf diese Dinger hier konzentrieren, was da oben so drauf ist. Zum Beispiel haben wir hier das mit der Lilie. Hier unten haben wir die Lilie nach unten gehen. Da haben wir, was weiß ich was, das ist da hier. Das sind schon sehr schwere Spiele. So gegen Ende nochmal eine Runde Memory und dann nicht mal verdeckt, sondern aufgedeckt. Das ist schon ganz schwer. Das ist das Drachending. Hier haben wir nochmal die Franzosen.
dass sie dann nach England dann und hier nochmal Kreuzzug, was weiß ich was. Genau. Baggerschaufel, das war eins der besten Beispiele. Unmenschlich, alle Rätsel ohne Überspringen gelöst. Du hast diese Auszeichnung erhalten. Engel des Willens. Das stimmt, wir haben echt alle... Wow. Die Mega-Animation zum Schluss. No, Count Dracula. I am a doctor. Let me take care of her. I will save her. Why wait and take the risk of her extinction? I can also save her here and now. Save her or curse her? Ask yourself what would be her choice, Count Dracula. You love her. I know. I can see it. Let us go. Thank you for your help, Van Helsing. It was invaluable. Look, have you ever seen your friend so radiant, so beautiful? Farewell, Dr. Van Helsing. Igor, get rid of him for me. Igor warned you. Never turn your back to Igor. Wow, du hast das Spiel im schwierigen Modus gespielt, du Bestie. Du hast diese Auszeichnung erhalten. Herr der Nacht, klicke, um fortzufahren. Juhu, du hast weder Dialoge noch die Einführung übersprungen. Ist das nicht Belohnung genug? Du hast die Auszeichnung erhalten, ewige Liebe. Ach du Kacke. Klicke, um fortzufahren. Und die Szene ist abgeschlossen. Du hast das Spiel abgeschlossen und den Bonuslevel freigeschaltet. Klicke, um fortzufahren. So. Das war Dracula tödliche Liebe. Ich glaube, die Schlussszene hätte sich geändert, wenn wir im Spiel nicht die ganze Zeit den Bösewicht gespielt hätten, also wenn Dracula nicht ständig alle Mädchen gebissen hätte. Dann hätte, glaube ich, das Ende auch anders ausgehen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal antun werde, bis zu diesem Punkt zu spielen und dann in dem Fall halt alles zu überspringen, was man überspringen kann, um da halt mal schnell durchzuspringen. Es gibt noch das Bonuslevel, das werden wir heute Abend aber nicht mehr anfangen. Aber ich verspreche euch, wir werden morgen Abend auf alle Fälle nochmal wimmeln. Das heißt, wir könnten morgen uns das Bonuskapitel noch angucken. Das ist meistens bei denen nochmal eine gute Stunde und so wie ich uns kenne und wir dann ein bisschen länger wimmeln oder ein bisschen mehr quatschen oder ich eben nochmal die Dialoge im Deutschen mitlese, dauert das Ganze ein bisschen länger. Deswegen haben wir auch 10,5 Stunden gebraucht. Und eigentlich gibt es eine Errungenschaft, in der man das Spiel in 5 Stunden, glaube ich, schaffen sollte. Auszeichnungen. Uns fehlt Schicksal des Verdammten für das Sammeln aller Auszeichnungen, das ist klar. Für das Beenden des Abenteuers im einfachen Modus finde ich sehr bescheuert, dass das nicht automatisch freigeschaltet wird, wenn man das im schweren Modus schafft. Für das Beenden der Einführung, ich dachte, ich habe die Einführung beendet, sonst hätte ich ja nicht die Auszeichnung bekommen, dass ich nichts übersprungen habe, aber bitte. Reichtümer der Ewigkeit, das habe ich noch nicht geschafft, die Dinger schnell zu machen, aber vielleicht muss ich es einfach im einfachen Modus machen. Perfekter Zerstörer für den geschickten Einsatz von Dynamit, ich habe keine Ahnung wo. Schlauer Fuchs für den Nicht-Zusammenbau des falschen Artefakts, ich wusste gar nicht, dass wir irgendwo ein falsches Artefakt zusammengebaut haben, keine Ahnung. Fesselt das auch Sachen, die nur im leichten Spiel vorkommen. Wächter der Nacht für das Beenden des Spiels in weniger als 5 Stunden. Also man kann das Spiel anscheinend doppelt so schnell machen. Aber vielleicht, wenn man halt die ganzen Cutscenes und sowas überspringt. Diener des Himmels für die Zerstörung des Pluto-Artefakts. Ich habe keine Ahnung, von was die sprechen. Ich weiß nicht, was für Artefakte das sein soll. Blutiger Meister, alle Fiolen Blut gesammelt. Anscheinend habe ich doch noch irgendwo welche übersehen. König der Hölle für das Sammeln des Pluto-Artefakts. Was ist für ein Pluto-Artefakt? Das ist vielleicht das Bonuskapitel. Ah, das kann natürlich noch kommen. Das kann natürlich noch kommen, dass die bestimmte Sachen noch durch das Bonuskapitel dann vielleicht vervollständigt werden. Veteran des Dunklen für das Aufspüren des Pluto-Tempels. Ich glaube, das ist das Bonuskapitel. Und hier auch, dass wir insgesamt 625 Gegenstände finden. Das ist wahrscheinlich auch alles das Bonuskapitel hier an der Ecke. Gut, vielleicht spiele ich es ja doch nochmal im einfachen Modus durch. Auf alle Fälle werden wir das Bonuskapitel uns dann morgen reinziehen.
Ja, Origin 1, also Dracula Origin, war halt ein Adventure und das hier ist halt ein Wimmelbildspiel. Und das Adventure war halt von Atmosphäre her anders angelegt und wir konnten ja mit... wir konnten halt besser durch die Gegend wandern und hin und her gehen und so und hatten mehr Hintergrundinformationen und so bekommen. Das hat hier ein bisschen gefehlt. Na gut, ich sage jetzt einfach, ich wünsche euch eine super gute Nacht. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn das natürlich von der Story her wieder ein bisschen sehr schräg war. Und wahrscheinlich war, Origin hat es halt ein bisschen an bestimmten Sachen gefehlt und so weiter. Und jetzt im zweiten Teil natürlich auch. Van Helsing ist hier ja zum absoluten Weichei verkommen. Dracula ist irgendwie total Mischugge. Der Einzige, der hier lustig ist, ist Igor. Aber naja, eine bessere Story ist ihnen anscheinend nicht eingefallen. Und in dieser Version ist Mina ja draufgegangen. Also wir müssen unbedingt vielleicht doch nochmal die andere Variante im Schnelldurchlauf durchspielen, nur um zu wissen, ob man wirklich auf ein anderes Ende kommen kann, wenn man nicht alle Mädels anknabbert. Bis zum nächsten Mal. Genau, absolut zwecklos ist das Ganze. Ich beende jetzt mal und Bonuslevel gibt's dann morgen. Bis dann. Tschüss.